Willkommen zur Folge 4. Heute werden wir uns komplett um den Heckbereich kümmern, um den hinteren Teil, also nach dem zweiten Shot und alles, was dahinter passiert. In der letzten Woche hatten wir ja hier das Shot gesetzt und auch diesen mittleren kleinen Kasten, wo jetzt die Getränke da rumstehen, gebaut. Das war ja dann der Abschluss und jetzt fangen wir hier an, entsprechend die Spanten und Längsaussteifungen weiterzubauen. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze im Grunde wirklich wie ein großes 3D-Puzzle. Man hat halt entsprechend die Teile, die wir vorbereitet haben, und die müssen eben jetzt mehr oder weniger nur an der richtigen Position eingesetzt werden. Vielmehr ist es schon blöd gesprochen nicht. Wo wir uns eben immer viel Zeit lassen und genau schauen, ist eben wirklich Maßhaltigkeit. Ne? Sind wir genau an der Position, wo wir laut Plänen hin müssen, passen die Abstände, haben wir unter den Spanten hier noch irgendwo Lücken, unter den Längsaussteifungen noch Lücken. Und dementsprechend, wenn da noch Lücken sind, ja, dann müssen sie entsprechend nachgedrückt werden unten, damit eben die Gesamtform dann auch passgenau ist. Sprich, das eigentliche Einsetzen der Teile ist mehr oder weniger Kleinkram, aber eben immer wieder dieses Kontrollieren, Messen, richtig positionieren, nochmal gucken, nochmal gucken, nochmal gucken, das ist eben zeitaufwendig. Wie ihr ebenfalls schön sehen könnt, war es natürlich wieder warm hier an dem Tag. Und man kann es an dem Schatten so ein bisschen sehen. Wir haben uns da ein Sonnensegel gebaut, einfach ein paar Alustreben genommen, die als Vierkant zusammengebaut, mit Ketten an den Kran gehangen, sodass wir uns jetzt ein bisschen Schatten machen können, da wo wir gerade arbeiten, weil sonst war es auf dieser Bratpfanne halt teilweise einfach nicht mehr aushaltbar von Temperaturen. Das erhitzt sich halt schon alles dann entsprechend. Und ja, wenn man sich nicht mehr hinknien kann, dann ist es irgendwann zu heiß. Ja, mit dem Sonnensegel ist es aber dann auch ganz gut aushaltbar. Nachdem wir hier auf der Backbordseite fertig sind, muss es natürlich auf der Steuerbordseite, ihr kennt das mittlerweile, genau identisch auch gebaut werden. Es sind nun mal immer die gleichen Teile links, rechts. Also das, was man auf der einen Seite gemacht hat, auf der anderen Seite genauso einbauen. Auch hier seht ihr jetzt wieder, wie wir mit den Magneten, mit den einschaltbaren Magneten auch entsprechend wieder arbeiten, um erstmal Vorpositionierung vorzunehmen bzw. Anschlagpunkte zu generieren, um die Bleche erstmal grob in Position zu bringen, bevor man dann eben ausmisst und dann wie hier dann mit dem Kettenzug auch nochmal wieder nachhilft, um noch so ein kleines bisschen nachzurichten. Während das hier passiert, vielleicht noch ein Wort zum heutigen Film. Ihr seht, dass der ein bisschen länger ist wie die bisherigen Filme. Das war ja durchaus auch in den Kommentaren ein Wunsch. Ich bin jetzt heute lediglich hergegangen und mache euch die nicht ganz so schnell wie sonst. Sonst habe ich euch die fast 5000-fach, 6000-fach beschleunigt. Heute habe ich mal nur 3000 beschleunigt, sodass ihr vielleicht ein bisschen mehr Details seht, wie es alles passiert. Im Grunde seht ihr aber alles, was wir an Videomaterial haben. Wir schneiden lediglich, ich sag mal, ja, Lücken raus, Pausen raus, wo einfach gar nichts passiert. Ansonsten seht ihr schon immer komplett alles, was wir hier auch tun. Und damit sind wir jetzt dann auch schon im nächsten Bereich angekommen. Es geht jetzt hier um den Spant 1 von der Nummerierung her. Auch der, wie gehabt, wird natürlich erstmal wieder nur das Mittelteil eingesetzt mit Hilfe der Magneten. Ihr seht jetzt gleich, wie auch dann wieder genau das Boot dran gedrückt wird, damit wir eben wieder richtig liegen. Da Basti hier an dem Tag alleine arbeiten war, musste halt immer wieder hoch und runter krabbeln und es selber machen. Sonst ist das ja meistens mein Job, dann von unten die Korrekturen vorzunehmen. Aber so musste er halt ein bisschen mehr rauf, runter. Da seht ihr jetzt auch den Zylinder, mit dem wir das in der Regel machen. Das ist auch einfach ein ganz normales Hydraulikpressenteil, wie es meist im Automobilbereich zum Richten von Karosserien genutzt wird. Ist halt schön modular zusammensteckbar und vergrößerbar, hat verschiedene Aufsätze, sodass man sich das in jede erdenkliche Position hier bringen kann. Hilft uns ungemein, um eben immer wieder diese kleinen Korrekturen vorzunehmen. Ihr könnt das jetzt hier auch bei dem Teil prima sehen. Vorne liegt es ganz gut an, aber hinten ist eben noch eine Lücke drunter. Schätzungsweise so ein halber Zentimeter ist das jetzt ungefähr. Und dann erstmal hinten mit einer Spannzange das Heck dran gezogen. Aber ja, dann muss auch mit dem Zylinder nochmal im mittleren Teil gedrückt werden, damit es eben wie immer sauber anliegt. Und dann ist auch dieses Teil entsprechend passgenau und kann fixiert werden.
Dementsprechend können natürlich auch der Stempel und die Fixierung entfernt werden. Das Teil steht und wir können zum nächsten kommen. Das ist jetzt hier das mittlere Teil und ihr seht auch, das ist jetzt das erste Teil, was dann eben hinten Richtung Heck hoch steht. Auch hier erfolgen natürlich wieder entsprechende Messungen und Prüfungen, ob wir wirklich in der Mitte auch sauber aufliegen, einigermaßen gerade stehen und dann schon mal ein bisschen heften, damit es da bleibt, wo es hin muss. Jetzt, wo die beiden Teile drinne stehen, können wir dann natürlich uns nochmal um diesen Spant 1 kümmern, dass der eben auch dann wiederum gerade steht. Auch hier können wir uns wieder wunderbar mit dem Hydraulikzylinder helfen. Ihr habt es gesehen, kurz ein bisschen drücken, Punkt setzen und dann steht das Ganze prima an Ort und Stelle. Und so arbeitet man sich halt Stück für Stück hier durch die einzelnen Teile. Wie gesagt, Maßhaltigkeit, Genauigkeit, das ist das, wo wir hier drauf achten, dass alles schön anliegt, alles genau passt. Auch hier wieder ein bisschen drücken. Ihr habt es gesehen, wie das Spant entsprechend nachkommt. Es stand eben noch schief. Klar, wenn wir erstmal nur unten am Boden punkten, muss es noch nicht zwingend gerade stehen. Das lässt sich dann im Verbund eben viel schöner erst herrichten. Und nachdem der mittlere Teil hier wieder entsprechend vorbereitet ist, können wir uns natürlich um die Außenbereiche kümmern. Ihr kennt das, wie gesagt, jetzt schon von den vorderen Bereichen. Auch hier wieder den Spant setzen, ausrichten, punkten und dann entsprechend gleich die Längsaussteifungen einschieben. Entgegen den zwei Längsaussteifungen, die jetzt hier links und rechts der Mitte gesetzt sind, haben die drei Teile wiederum bereits nach oben stehende Heckansätze, wo das Heck eben dran gesetzt wird. Bei den beiden, die jetzt ohne diese Spitze sind, die sind halt an sich dicker und größer. Da wird dieses senkrechte Teil erst später noch aufgesetzt. Und während das jetzt hier natürlich wieder auf beiden Seiten passiert, kann ich euch einfach so ein bisschen erzählen, dass wir gestern mal nicht am Boot gebaut haben. Für einen Samstag sehr ungewöhnlich, aber morgens war das Wetter so ein bisschen unbeständig und war ein bisschen unklar, ob es regnet. Und da haben wir uns dazu entschieden, dass wir doch erstmal was anderes machen und sind zu einem Partner nach Düsseldorf gefahren, der uns wahrscheinlich jetzt mit ein paar Teilen ausstatten wird. Da geht es vor allen Dingen um das Bugstrahlruder, was wir entsprechend brauchen, beziehungsweise erstmal nur das Rohr, aber eben auch Teile wie Ruderanlage und Stevenrohr, Antriebswelle müssen wir uns eben so langsam drum kümmern, weil wir jetzt hier vom Baufortschritt her tatsächlich schon in die Bereiche kommen, wo wir dann bald auch die Sachen einbauen. Und dann ist es soweit und die Heckpartie soweit vorbereitet, dass das Heckteil, was wir ja schon einige Wochen fertig haben und auf dem Hof stehen hatten, jetzt hier einsetzen können. Wir haben es mit dem Kran entsprechend eingeflogen und man sieht es jetzt aus der Perspektive nicht ganz genau, aber es hängt ja unten nach innen weg. Das heißt, man muss es hier erstmal in dem Fall mit Magnet und Kettenzug Richtung Schiffs Hintern etwas reinziehen und dann beginnt der Spaß mit dem Biegen. Auch hier entsprechend mit weiteren Ketten und Kettenzügen versuchen, das Teil in die richtige Position zu bringen und vor allen Dingen eben zu biegen. Auch das hat hier erstaunlich gut funktioniert, sowohl das bisschen Ziehen in der Mitte als auch mit den Kettenzügen außen. Das Teil hat sich hervorragend angelehnt an die Senkrechten. Natürlich alles noch nicht maßhaltig und exakt dort, wo es hin muss, weil jetzt beginnt wieder das Spielchen, erstmal die Mitte finden und dort exakt hinstellen. Und dann können wir uns um alle anderen Sachen kümmern, das Bodenblech andrücken, die Senkrechten ausrichten. Aber das grobe Einfliegen dieses Teils und Positionieren, das hat ganz problemlos funktioniert und war durchaus viel einfacher als gedacht. Dann seht ihr jetzt hier auch mal wieder den Laser im Einsatz. Wir hatten das schon mal erwähnt, dass wir die Teile ja im Grunde alle schon soweit vorbereitet haben und auch Kanten schon vorgeschliffen haben. Und so ist es jetzt hier natürlich mit dem Laser super einfach zum Schweißen und zur Schweißnaht-Vorbereitung, mal eben mit dem Laser die Ecken ja sauber zu machen, da eben durchzufliegen und dann hat man einen absolut sauberen Untergrund und ihr seht ja, das Teil hat hier entsprechend schon angefangen zu rosten logischerweise und das kriegt man damit einfach super easy entfernt und hat saubere Schweißnähte, ohne schleifen zu müssen. Bei den detaillierten Ausrichtungsarbeiten lasse ich euch jetzt einfach mal ein bisschen alleine zuschauen.
Soweit sind dann die Arbeiten am Heckteil auch erledigt. Es ist erstmal ausreichend fest und wir können uns um die nächsten Teile kümmern. Und jetzt kommen wir so langsam schon zu den senkrechten und den Seitenwänden. Und auch da sind die Teile natürlich vorbereitet und können entsprechend eingesetzt werden. Bei den Teilen müssen wir jetzt natürlich erstmal ein bisschen aufpassen, da wir hier jetzt wieder an einen Punkt gelangen, wo wir kaum irgendwo Anhaltspunkte haben, nach denen wir ausrichten können. Das heißt, wir haben sie erstmal an den unteren Spannteil und an den Bodenbereich aufgesetzt und minimal gepunktet, sodass sie stehen bleiben. Aber ein tatsächliches Ausrichten ist halt zum jetzigen Zeitpunkt hier noch nicht möglich. Das kann erst später erfolgen. Allerdings brauchen wir die Teile natürlich als Basis, um überhaupt dann auch weiter bauen zu können. Wir haben uns jetzt hier erstmal einen Überblick verschafft mit den Longitudes, die an der Seite reinkommen, haben dann aber auch relativ schnell festgestellt, dass es noch keinen Sinn macht, die bereits zu fixieren und fest einzubauen, sondern wir müssen erstmal oben die Querausschleifungen noch einbauen. Das haben wir jetzt hier auch begonnen. Hierfür wurde erstmal mittig über die gesamte Länge ein ganz normaler Flachstahl eingefügt, der dazwischen kommt. Da haben wir uns kleine Haltepunkte dran geschweißt, damit wir eben die Teile, die zu dem Spand gehören, dort auflegen können und entsprechend dann in aller Ruhe ausrichten können. Somit ergibt sich hier natürlich relativ schnell ein kleiner Rahmen, auf dem dann später der Außenbereich entstehen wird. In den drei Spanten sind oben weitere kleine Einlässe bereits mit dem Plasmaschneider ausgeschnitten. Hier kommt jetzt auch ganz normaler Standard Stangenmaterialstahl rein. Den haben wir jetzt hier einmal kurz ausgemessen von der Länge her. Ich bereite den neben dem Boot gerade vor, schneide den einmal auf Länge und dann hinten eben auch die kleine Schräge rein. Und währenddessen fixiert Basti hier nochmal ein Teil, beziehungsweise nein, er korrigiert ein Teil, weil wir an einer Stelle nicht aufgepasst haben und dieses hintere Teil einmal verkehrt rum eingesetzt haben. Das musste natürlich korrigiert werden, bevor wir hier überhaupt die weiteren Stähle einsetzen können. Das wird übrigens hier noch an vielen Stellen passieren, dass wir also ganz normales Stangenmaterial verarbeiten werden. Neben dem plasmaschneidenden Teilen gibt es da eben auch jede Menge kleine Aussteifungsgeschichten, die einfach mit Standard-Stangenmaterial passieren. Tja, und dann füllt sich hier unser Heckbereich dann mit den geschnittenen Stangen, sodass sich dann doch immer mehr eben das Raster ergibt, auf dem dann hinterher, wie gesagt, der Boden des Außenbereiches entstehen wird. Und so ergibt sich hier für uns einfach ein prima Raster, was einfach schon eine Grundstabilität hat und wir daran aber eben auch wiederum perfekt ausrichten können und sehen können, ob wir alles richtig stehen haben, ob wir in den Positionen korrekt sind. Und so können wir jetzt eben hier auch mit einer Stur mal vergleichend messen, wo wir an den Spanten 2 und 3 stehen. Und ja, da ist eine kleine Verschiebung drin, die müssen wir halt noch wieder korrigieren. Das werden wir dann halt in der nächsten Woche machen. Einen schönen Effekt hatten wir dann aber noch. Wir haben hier oben auf das Schott und auch auf das Gerüst mal die Wasserwaage draufgelegt und befinden uns hier perfekt in Waage. Also noch viel genauer geht es an der Stelle fast nicht. Und somit scheinen wir doch auf einem ganz guten Weg zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like, folgt unserem Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.